Hallo! Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Amnesia 2 A Machine for Pigs. Ja, wir sind irgendwo hier. Ich spiele nicht. Das Licht gruselt, kribbelt und kratzt. In meiner Buchse, nein. Jo. Das wäre pervers. Ja, auch. Es sei denn, man hält los, runter geht's. Sich das in die Buchse. Ja, wir gehen nach unten, weiter nach unten. Und hier sollen ist sich immer ein Überlicht. Noch weitere Monstrositäten wie wie unser guter, geheimer und unerkannter Typ uns mitgeteilt hat. Die müssen hier irgendwie noch rumlungern. Und ja, ich bin gespannt. Einige haben wir ja schon gesehen. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger bewegen. Und auf etliche Geräusche achten. So. Und das ist... Angegangen gerade? Angegangen? Nö. Das war die ganze Zeit an, glaube ich. Nee, oder? Ja, zu. Eins. Ja. Okay, eins. Nummer eins. Die Frage ist, ob das jetzt irgendwie was... Na, werden wir dann sehen, oder? Da ist Nummer zwei. Und mehr gibt's scheinbar nicht. Und Nummer zwei ist aus. Oh. Und hier sind Kohlestücken. Ja. Und das müsste man eventuell zumachen. Vielleicht müsste man da irgendwas noch reinpacken. Ja, noch reine. Ah, hier haben wir noch Kohlestücken. Ja. Das kann er. So, wir packen neue Kohle rein. Oder mehr Kohle, wie auch immer. So. Kannst du jetzt zumachen? Hier ist noch eine Schippe. Brauchen wir nicht. Du? Ja, warte. Ich hab's noch nicht mal probiert, ob man zumachen kann. Geht zu. Geht so. Jetzt ist auch richtig zu, also. Ja? Geht doch nicht mehr auf. So, jetzt können wir. Auch anmachen. Es passiert hoffentlich was. So, es brennt beides. Das ist auf der anderen Seite. Hier haben wir noch irgendwelche Druckanzeigen. Ja, das, die sind ja überall. Die Tür ist zu, oder? Ganz zu, die andere Seite. Also da, wo du durchgekommen bist. Die hier? Ja. Okay. Die ist zugefallen, ja. Komplett. Deswegen hat es wahrscheinlich auch gerumpelt und nicht der Zug. Hä? Oder nicht wegen des Zugs. Na doch. Hä? Der Zug fuhr doch oben. Ja, gerade eben. Die Leiter ist umgefallen. Oh. Ja, die Degus haben die Leitern umgeworfen. Ja, und das passiert zum Glück erst jetzt und nicht erst, wenn ein Monster auftaucht. So, hier ist auch wieder eine 1. Wir haben sehr... Hier ist eine 2. Okay. Und komische Anzeigen. Hier ist noch eine Tür mit... Ach, ne, mit einem weiteren. Und hier ist noch eine... Kann ich nicht aufheben. Auch so eine Druckanzeige. Und weitere Zahlen. Und Fenster, die ich an- und aufkippen kann. Ob ich hier durch kann? Ah, nee. Das würde ich zumindest nicht wohl leben. Was, wo bist du denn jetzt da durchgegangen? Na, durch die Tür. Und dann? Nach den Öfen. Wo kamst du denn her, da? Nee, ich kam aus, Zeig mal, wo du herkamst. Na, aus dem Einser. Da. Da kamst du raus. Ja, ja. Da war ich und dann bin ich hier gelandet. Ach so. Ja. Oh. Okay. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Aber es gibt jetzt verschiedene Räume. Ja. Mit Zahlen drauf. Es geht bis zur 6, glaube ich. Die kannst du öffnen. Dahinter sind halt jeweils auch noch Öfen. Wo du jetzt wieder reinmachen musst, oder was? Die Kohle. Ja. Ja, kann sein, ne? Ich weiß nicht, ob es das alleine ist. Nur mehr da? Hier nicht. Vielleicht sind ja in einem Raum 4 oder so. Hast du gerade Schritte gehört, zufällig? Ich hab irgendwas gehört, ja. Ich auch. Hä, hey, wo ist denn die 4? Die 4 fehlt. Na, die 2 auch. Ne, die 2 fehlt nicht. Doch. Da ist eine 6. Da ist eine 4. Ah, die sind gar nicht und so geordnet. Da drüben könnte, da ist 2, ja. So, geh mal bitte nach dem Dings, geh mal so vor. Ach, das ist aber an. Aber da sind noch Kohlestücke drin. Die musst du wahrscheinlich eh mitnehmen dann. Oh, ja, cool. Geh raus! Oh Gott. Was denn jetzt? Ich hab mich erschrocken. Das war das. Her, mach die mal zu. Na, obwohl. Ja. Das, wegen des Kohlestücks habe ich mich jetzt ein bisschen erschrocken. Na, geh einfach. So. 1, 2, 3. Da ist voll. Da ist Feuer. Ja, und dann. Und Feuer und dann hört hier rein noch. Na, wie hier rein? Na, da in die. Da geht's ja woanders hin.
Aber dann fehlen noch die vier. Ach nee, da war nur Kohle. Da war ja nur Kohle, das ging es ja an. Na, nimmst du mal mit die Kohle. Ja, ja, warte. Jo, jo, warte. Lass mich erstmal mich umschauen da hier. Siehst du, da sind. So, da läuft's. Na, vielleicht sind ja auch Kohlestücke schon. Ein. Nicht, dass wir sechs Stück rein müssen, das ist die Frage. Ja, ja. Aber du hast in den zwei. Oh, ich hab in den Dreier auch nur zwei reingepackt. So, komm mal mit. Ich hab was zu tun für dich. Hast du auf die Uhr geguckt eigentlich? Nee, du? Ich auch nicht. Ich brenne! Nee. Wir brennen! Nee. Was? So, wir sammeln fröhlich Kohle. Nee, auf der anderen Seite, aber okay. Scheiße! Du hast vollkommen recht. So. Manchmal ja. Die Frage ist auch, kann ich da durchspringen? Ist doch jetzt gerade egal. Es gibt auch nur drei Kohlestücken, okay. Nee. Also, insgesamt jetzt. Da lagen zwei drin nur. Sprich, es sind jetzt nur drei Kohlestücke. So, dann machen wir das Ding einfach zu. Komm mal her. So. Machen wir an. M. Neuer Tagebucheintrag. Feuer und Stahl. Die Feuer werden geschirrt. Ich vermute, dass der Baumeister des Chemiewerkes und dieses Ortes ein und derselbe ist und dass die Kolben von einem zentralisierten Steuersystem reguliert und betrieben werden. Dieses Steuersystem zu finden sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt der Saboteur nach, nachdem ich einfach die Feuer gelöscht habe. Warum sollen wir die jetzt wieder löschen? So, das Steuersystem. Jetzt könnte ich mir vorstellen. Jetzt hast du noch die Dinger. Das sind die Hebel, ja, genau. Die wir gesehen haben. Das könnte das Steuersystem sein. Ja. So, das war hier. Ja. So. Genau, oh. Das geht jetzt. Ja, okay. Den ersten hast du nicht richtig. Oh. Achso, das war einer. Und den ersten noch. So. Oh. Jetzt ist Licht aus. Das war zu viel. Ja. Hier liegen auch immer diese Druckanzeigen rum hier. Okay. Aber die kann man nicht aufsammeln. Okay, es ist sehr bedrohlich, wenn das Licht aus ist und Alter, hier überall, das ist krass. Und hier überall Feuer brennen. Da ist ein weiteres Vieh. Die Frage ist jetzt, läuft das jetzt einfach hier rum? Ja, da läuft da hinten auf jeden Fall weit. Nee, es ist ein... Nee, aber ich dachte, links wäre es gerade, aber... Das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt... irgendwie nur vorbeigelaufen oder schwirrt das hier irgendwie noch rum? Wäre natürlich nicht gespeichert, das ist ein bisschen problematisch. Doch, hab ich. Hast du? Ja, als ich Schluss gemacht habe, ja. Ja, okay. So, und hier. Ja, da ist nichts mehr, geh weiter bitte. Naja, aber unsere Lampe geht auch, die flackert ein bisschen. Oder hat vorher gerade ein bisschen geflackert. Ja, dann geh erstmal weiter. Na, wir müssen uns auch gut umschauen hier. Natürlich. Hast du Angst? Ja, natürlich. Warum denn? Weil ich dann wieder irgendein Part spielen kann. Das kann ich nicht verstehen. Da oben machen das Schild, das ist mein Schild, meine ich. Ah, ja. Gefahr. Kein Zugang unter den Kolben bei ruhender Maschine. Ja, ruht ja nicht. Also. Ruht ja nicht. Ist an. Können runter durch. So, und hier ist es natürlich jetzt zugegangen. Ja, so läuft das. Okay. Alter. Oh Gott. Was denn jetzt? Es hat sich bewegt, Mann. Das ist doch die Maschine. Ja, ich hab's auch nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, vor sowas erschreckst du dich dann, weißt du? Ja. Ich hab Angst vor den wirklichen Viechern und du erschreckst dich vor so einer Maschine. Ich hab Angst vor drehenden Kolben, ja, ja. Ja. Jetzt geht die Tür wahrscheinlich zu. Geh mal weiter ein paar Meter. Oh, jetzt dachte ich auch gerade das Vieh war da. Ja. Oh Gott. Jetzt habe ich nicht mal damit gerechnet. Muss ich ehrlich sagen. Es geht einfach mal, also nicht. So, ich gucke mich ein bisschen um. Ja, mach mal. Der Puls steigt, auch bei mir. Echt? Ein bisschen. Ist verrückt. Manchmal steigt auch bei mir der Puls. Weil wir gehen jetzt immer tiefer. Ja, am schlimmsten finde ich, weil es immer dunkler wird, dein Licht flackert. Ja, deswegen. Und man kennt sie jetzt in dem Areal halt nicht so gut aus, ne? Kannst du da raufspringen, wollte ich sagen. Okay. Nee, kann ich nicht. Warum sollte ich auch? Das ist ein Förderband. Da hat er die Lampe. Oh Gott, mach das Licht aus. Da! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott,
mach keine Lichter. Ah! Nein! Oh Gott, wir wurden erwischt! Oh Gott, jetzt renn einfach irgendwo rein. Nein, mach Licht an! Jetzt eh, ja, das hatte ich. Renn einfach durch weiter, quasi dahin, wo wir hin müssen. Theoretisch. Hilfe, 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 Hilfe! Renn einfach da links, ja, rechts und jetzt und dann geradeaus durch. Da war das Vieh gerade übrigens. Jetzt rechts. Rechts! Nein! Ich will nicht! Nein, Scheiße. Die Sackgasse! Scheiße, da ist es, wie du läufst in die Arme! Da, hier geht's lang! Hier geht's lang! Nein! Nein! Da geht's lang! Ah, Scheiße, Mann! Da geht's nicht lang! Sackgasse! Sackgasse! Da lang! Da lang! Da lang! Da lang! Ich hab's einmal erwischt. Jetzt rechts nochmal. Ja. Ja. Oh Gott. Oh Gott, ich hab es erwischt, ohne Scheiß. Aber wir haben doch keine Gesundheitsanzeige. Nee. Naja, aber wahrscheinlich ist es vielleicht dreimal. Hä? Jetzt mal ohne Scheiß, wo müssen wir lang? Hörst du was? Nee. Außer die Maschine. Da ist es. Da ist es. Du kannst mit I, E. Ja, ja. Kannst ein bisschen rausgucken. Da hinten läuft. Okay. Kannst du da lang? Oh, cool. Alter. Gott. Okay, das hätte ich nicht geschafft. Sag ich jetzt. Alter Vater, ey. Ganz ehrlich, ich wäre verzweifelt. Ja, aber wie müssen wir jetzt hin, ey? Müssen wir jetzt hier irgendwas machen? Müssen wir jetzt runter? Keine Ahnung. Das ist die Frage jetzt, ne? Ja, ohne Scheiß. Was ist denn da? Hier geht's irgendwie ab. Kannst du da runter? Oh. Ah, Förderband, wa? M? Ja, ja. Alter. M? Der Abstieg geht weiter, ja, wie die ganze Zeit. Was hat mir diese finstere Stimme aufgetragen? Unter die Kolben, in die Tunnel und zu den... Bilgepumpen? Was? Bilgepumpen? Das erste in der das ist in der zweiten Zeile, links? Bilgepumpen. Bilgepumpen? Bilgepumpen. Okay. Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden. Ich kann ihm nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Diese Geräusche werde ich ignorieren. Diese Schnüffeln, diese schlürfenden Schritte unter mir. Ich werde dem Stand halten, was auch immer dort unten lauern mag. Und ich werde sie retten. Ich werde sie retten. Ja, alter Vater, ey. Krasse Scheiße. Das war jetzt wirklich heftig. Okay. Kannst du irgendwas hier machen an den Dingern rechts und links? Nee, wa? Ja. Soll ich da jetzt ab runter? Ich denk schon, oder? Da geht's ja weiter an sich. Ja, ja, da brech mir die Knochen, ey. Na, nö. Okay. Wir springen ganz sanft. Wir springen. Da, oh Gott, wo lang, aber. Was, wo lang? Guck mal deine Laterne an. Guck mal da. Ein elendlich langer Tunnel. Ja. Ne? Hier geht's auch hoch. Oh. Und da geht's nach links auch noch. Sonst fangen wir einfach auf irgendeiner Seite an, dann weiß ich wenigstens, wo ich, dass ich so. Ja, ja. Nee, ganz, ganz links. Achso, ja, da geht's noch weiter. Das flackernde Licht hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Also, Chemikalientransport, Gefahr, höchst ätzend, höchst entzündlich. Aber mach mal da, kannst du auf die Dinger nicht. Nee, nee. Höchst kaputt. Doch, oder? Einfach mal auf das Ding. Okay. Ein Transportlift. Ja, ja, ja. Was war das? Das war ein kurzer Lag, mal okay. Wieder. Zu. Wollen wir jetzt in den Transportlift mal rein? Na, ich würde. Okay, aber wenn du kannst, mach mal. Ja, wenn das geht. Funktioniert. Im Nest der Eier. In der Fabrik ist es jetzt still. Er stolpert die Gasse entlang, er hat einen Schraubenschlüssel locker in der Hand. Von dem Öl und Fett herabtropfen. Ach so, ja. Man sollte Satzzeichen beachten. Im Halbdunkeln sieht es wie Blut aus. Und wieder habe ich einen sehr schönen Effekt in meinen Augen. Okay, jetzt nicht mehr. Das war das helle Licht. So, vielleicht kommen wir
auch an derselben Stelle wieder raus, also... Ja. Davon träumt man in so einem kleinen... Ja, nicht wahr? Andere Seite? Was zur Hölle war das? Was war denn jetzt los? Das Ding ist wahrscheinlich nach unten gefahren. Meinst du? Ist wahrscheinlich abgestürzt. Na, ich dachte eher irgendwas hat dagegen von oben oder von da. Ja, und deswegen ist es wahrscheinlich nach unten. Ah. Noch weiter runter. Ja. Sabotage! Lädiert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Was? Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen und unaussprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge. Beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. So sieht das nicht aus. Also, wir haben gerade Zweikampf gehabt. Ein derben Zweikampf. Ja, Telefon. Und das Telefon klingelt, denn... Ja. Und mit dieser Nachricht verabschieden wir uns, ja, liebe Freunde. Morgen geht's weiter, da ist sie dran. Wir sind wahrscheinlich noch weiter unten als ohnehin schon... Und das Hochwasser steigt. Und steigt. Und steigt. Und die Kinder... Wie in Halle damals. Wie in Heavy Rain. Oh, wie in Heavy Rain. Ja, liebe Freunde, geklaut. Morgen geht's weiter. 20 Uhr. Lauf mal ein bisschen, wenn du abmoderierst. Let's Play Amnesia 2 in diesem wunderschönen Komplex hier. Ja, liebe Freunde, ich sag tschüss, du sagst tschüss. Ich sag tschüss. Und wünschen eine grusame Nacht. Ja, wie immer. Wie immer.